Die Premiere 2014 war ein voller Erfolg und deshalb wird auch in diesem Jahr der Etappenlauf im Laufpark Stechlin neu aufgelegt, um die Saison 2015 so richtig einzuläuten. Du guckst in deinen Körper rein, siehst, wie die Form ausschaut. Und es gibt unterschiedliche Belastungsformen, von lang bis etwas kürzer. Und diese Variation, diese Bandbreite, die macht es, glaube ich, auch hier bei diesem Laufwochenende, hier bei der LG Mauerweg aus. Beim Osterevent handelt es sich um einen Gruppenlauf, der in drei Etappen mit einer Distanz von rund 160 Kilometern absolviert wird. Dabei geht es vordergründig nicht um, wer ist der Schnellste, wer kommt als Erster ins Ziel, vielmehr setzt die LG Mauerweg auf ein beeindruckendes Panorama und gegenseitiges Anfeuern. Ich genieße das einfach nur mit den Leuten, die sind so nett und es macht Spaß, mit denen zu quatschen und die Landschaft ist toll und da guckt man nicht auf die Uhr, wie viele Kilometer das sind oder so und schon steht man wieder am Verpflegungspunkt und dann geht's weiter, es macht einfach Spaß. Doch was für die rund 20-köpfige Truppe Spaß bedeutet, hört sich für den Hobbysportler brutal anstrengend an und lässt berechtigte Fragen aufkommen. Fast 200 Kilometer an einem Wochenende, wie hält das ein normaler Mensch durch? Wie wird das gemacht? Dass es mal weh tut, gehört zur Natur der Sache. Also das wissen die alle. Die wissen auch, dass es irgendwann mal anfängt, schwer zu werden und beschäftigen sich da im Vorfeld auch mit. Ich zum Beispiel lege es mir halt im Kopf zurecht in kleinere Etappen. Ich sage jetzt mal, ich laufe jetzt 10 und dann wieder zur nächsten Verpflegungsstelle und so weiter. Und das ganz, ganz Wichtige bei unseren Läufen, bei den Gruppenläufen, sind die Verpflegungsposten. Da kann man sich wieder stärken, erfrischen. Und das sind alles Dinge, die einen sehr, sehr motivieren, gerade wenn es auf so Distanzen geht von 30 bis 50. Oder 60 Kilometern. Die Theorie damit also geklärt und auch das Vorurteil, Ultraläufer seien alle introvertiert, verrückt oder Einzelindividuen mit Persönlichkeitsstörung nicht wirklich nachzuvollziehen. Viel eher kommt bei genauer Beobachtung das Gegenteil zum Vorschein. Man findet auch zusammen und das bilden sich ja auch ganz oft Paare unterwegs, die gern miteinander laufen. Das heißt aber nicht, dass sie dann die ganze Zeit miteinander laufen, aber sowas verbindet einfach auch für die Zukunft oder fürs ganze Jahr. Gruppenläufe wie der Laufpark Stechlin fördern also den Willen und verschieben durch gemeinschaftliche Motivation die Grenzen des inneren Schweinehunds Meter für Meter. Und das Lauf für Lauf.